noch auf eins, auf was ich eingehen möchte. Und zwar auch immer diese Sache mit der Fett. Immer wieder ist diese Fett im Spiel und immer wieder heißt es, oh, die Fett und so weiter. Ja, das stimmt, die Fett ist mit ein Problem unter ganz, ganz vielen Problemen. Ja, das ist natürlich mit ein Problem. Aber die Fett ist nicht daran schuld. Ja, das möchte ich erstmal ganz klar darstellen. Sondern schuld ist auch mit das Geldsystem, das wir haben. Und wir müssen uns fragen, wie funktioniert Geld? Was ist überhaupt dieses Geld? Was sind diese Scheine, die wir in der Hand haben? Wir nehmen das alle hin, so als wäre das von Gott gegeben. Aber sowas hat eine Geschichte, sowas hat eine Funktionsweise und die möchte ich jetzt kurz probieren, versuchen in Reimform zu erklären, wie das Geldsystem funktioniert. Die meisten glauben, den Kredit, den sie von einer Bank nehmen, würde vom Geld kommen, das andere vorher anlegen oder dass sie es aus dem Schrank nehmen wie Dagobert Duck. Nee. Ich sage euch, wie das real geht. Banken können einfach Geld erschaffen. Aus nichts, durch einen Klick auf die Enter-Taste. Auch wenn du denkst, dass ich nur Scherze mache, es ist gerade Realität. Auch wenn ihr es für unvorstellbar haltet, aber es ist wahr. Es ist durch nichts gedeckt. Papier, wo etwas draufsteht, aber nichts drin steckt. Bevor du den Kredit aufnimmst, war er nicht existent. Durch deine Schuld erblickt neues Geld die Welt. Aber dann, wenn du die Schuld nicht abzahlst vom Geld, das sie vorher aus Luft gemacht haben, musst du ihnen echte Werte geben. Haus, Boot, Auto plus Zinsen. Willkommen in unserem Geldsystem. Denn Geld entsteht aus Schuld, ohne Schuld kein Geld. Fragst du dich, warum du das nicht aus der Schule kennst? Logisch, denn was glaubt ihr, was hier los wäre, wenn die Leute wüssten, was hier los ist? Dankeschön, später von mir mehr. Jetzt Musik von der wundervollen Morgaine.